So, jetzt. Gehen wir das Ganze mal logisch an. Ich meine, so riesig ist die Map hier ja auch nicht. Ne? Oder gibt es hier vielleicht direkt ein Kostüm von den beiden, von den Typen hier? Ha, ich kann die auch nicht im Kühlschrank verstecken. Hier darf ich sein, obwohl da vorne Wachen stehen. Das ist ja auch faszinierend. So, schießen wir mal prophylaktisch einfach mal die Kameras aus. Nur so für den Fall. Achso, da oben geht es noch woanders hin, oder? Sagt die Karte zu dem Thema. Da oben geht es zum... Achso. Das Satellitenlink-Steuereinheit. Ich lasse die beiden Typen da erstmal, also wie sie sind. Aber hier hätten wir, glaube ich, eine einsame Wache, oder? Na gut, der hat noch einen Kumpel, aber der steht da relativ einzeln. Ist das ein U-Boot? Wait a minute. You're not with the engineers, are you? Have you seen this creep before? No, just you try throwing anything at me. Come on, asshole. Ach ja, Zeugen, 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 Zeugen. Habe ich hier mal so gespielt, dass ich keine Zeugen hinterlassen wollte? Ich finde es übrigens ein bisschen dreist, dass sie diese Leute als Engineering bezeichnen. Also, das ist vielleicht irgendwie Mechanik, aber Engineering, das finde ich, gibt den Leuten ein bisschen zu viel Credit. Egal, wir haben unsere Piratenverkleidung. Wir haben einen U-Boot-Schlüssel gefunden. Kann ich zu dem U-Boot hin? Nee. Was genau mache ich denn mit dem U-Boot-Schlüssel? Schlüssel? Ein Schlüssel mit der Aufschrift Unterseeboot. Ah ja, Weiß ich allerdings auch nicht, inwiefern ich ein U-Boot trauen würde, das hier von irgendwelchen Piraten gewartet wird. So U-Boote sind schon ziemlich kompliziert. Eine Banane. Banana! Gut, habe ich wenig Grund, den guten Mann da runterzuschubsen, ne? Aber diese Hose ist so ein bisschen lächerlich, die wir hier haben. Naja, gut. Dann sind wir doch jetzt hier bestens verkleidet, um hier nicht aufzufallen. Und dann können wir doch hier einfach langlaufen, ohne dass irgendjemand was merkt. Prächtig. Und ich habe sogar noch eine Banane bei. Es wird ja immer besser und besser hier. Ohne Witz, wie genau komme ich zu diesem Boot hier hin? Also die Wachen haben sich irgendwie gerade darüber unterhalten und meinten irgendwie, dass es den Leuten, die im U-Boot sitzen, wahrscheinlich besser geht als den hier oben. Weil das Ding temperiert und alles. Wo ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, dass es ein U-Boot tatsächlich... Achso. Das ist hier so flach, dass man einfach bis hinrennen kann? Steht ein einsamer Schirm rum, der auf jeden Fall schon mal bessere Tage gesehen hat. Die Dynamik dieser Map würde sich auf jeden Fall erheblich verändern, wenn es einmal Tag wäre. Aber das haben sie wahrscheinlich auch deswegen nicht gemacht, weil es ja schon die Ferieninsel-Map gibt. Und das wäre ja irgendwie ein bisschen doof, wenn du quasi zweimal das gleiche Theme hast. Aber tropische Insel bei Nacht ist neu. Noch eine giftige Blume. Gepriesen sind die Tropen, ne? Überall liegen Giftblumen rum. Wir entdecken den Schrein. Wer ist er denn? Hey, he said he had somewhere to be, but he got into my personal research stash. Hey, are you into biochemistry at all? Was? Gregory M. Yeager. I'm doing my thesis about new applications for biotoxins native to Ambrose Island. If you find any unique frogs or flowers nearby, could you bring them to me? I'll be happy to share the results of my research with you. Sounds promising. That's what my advisor says. Er schreibt was über Bio. Der Student. Ein vom Weg abgekommener Doktorand mit mehr Enthusiasmus als Verstand. Er sammelt giftige Pflanzen und Tiere, die auf der Insel heimisch sind. Ja, wie es der Zufall so will, mein guter Mann, habe ich bereits Giftpflanzen eingesagt. Ich könnte die doch. Ne, überwältigen? Ne, ich hab doch eine Giftpflanze eingesagt, oder nicht? Vorhin schon. Mehrere. Ich habe zwei. Gerade eben erst. Loch blockieren, Schlangenfalle. Aha. Giftige Blume? Achso, ich kann ja platzieren. I found this. Oh, what a beautiful specimen. You never know it from looking at them, but these flowers can be distilled into an odorless liquid that's phenomenally lethal. Promise you'll be extra careful with this, friend. I will. Aha. Ampulle tödliches Gift. Ach, ich könnte den Giftforscher auch noch platzieren. Das ist ein geruchloses, tödliches Gift. Das sagt er mir so einfach, dass ich das ja einfach so... Das kommt einfach bei raus.
Vor allen Dingen, das gibt dir hier auch irgendeine random Wache, die rum. Und der sieht aber aus, als würde er zum anderen Team gehören, oder? Oder? Hauptsache, er stellt hier gleich irgendwelche. Oh. Hauptsache, er stellt irgendwelche Toxine her. Warte mal, dann hau ich den noch da erstmal um, oder? Ich hab doch hier das. Wenn der sowieso herkommt, ist es vielleicht, aber muss ich nicht den ganzen weiten Weg bis in den Busch. Nein, hier ist noch einer. Schleppen wollte ich gerade sagen. Die drei müssen, glaube ich, alle, leider alle weg. Ach ja, Luftfeuchtigkeit. Ja, das ist ein Ding, ne? Hä? Wir haben eine leicht komische Patrouillenroute. Was tauschen die jetzt? Ich bräuchte irgend so ein Ding, was ich so hart werfen könnte, dass es von einem zum anderen abprallt. Das wäre ideal. Schön, dass sich über ihre Bibichen unterhalten. Na gut, das wird's auch sonst als Wache irgendwo in den Truppen machen, ne? Gepriesen sei die Vegetation an diesem Ort hier. Was haben wir hier Schönes? Ach, mein Bügeleisen und eine MP5? Ne, UMP ist das. Düm, 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 düm. Ja, weiß natürlich, wie ich aussehe, ist klar. Alter. Und das ist okay, der macht's mir da vorne ja sehr einfach. Wo ist denn sein Kumpel? Ah, gut. Das macht mir meinen Job. Ernsthaft? Spiel! Warum? Alter! Das tiltet mich ja bis zum geht nicht mehr. Also, oh, whoop, jetzt lupp ich ja mal kurz. Vor allen Dingen, als Typ mit Waffe, glaube ich, würde ich auch nicht so lange warten, bis irgendjemand an mir, an meinem Kopf vorbei so ein. Ich bin gar nicht gesehen. Naja, die Zeugen sammeln sich. Aber die Zeugen gelten immer nur für die aktuelle Kostüm, ne? Wenn die aufgeweckt wurden, würden sie wahrscheinlich immer davon erzählen. Aber sie sind ja an sich nicht missionskritisch. Schön, dass übrigens die HK-10 hier, das ist jetzt extra Milizwaffe. Guck mal, das wird eingeklappt links von uns. So, guck mal, meine gute Brechstange, die gerade leider nicht ganz zum Einsatz kam. Und das ist wahrscheinlich das Koloniegebäude, von dem ich so viel gehört habe. Oh, wenn ich jetzt krassen Sprengstoff hätte, könnte ich hier bestimmt eine Kuri-Machete? Kann ich das einfach auf Brechstangen? Ja, die Wand kann man anscheinend nur sprengen. Das wäre ja auch zu einfach, wenn man das irgendwie. Mach damit Leute. Oh, warte. Ich kann eine antike Kanone laden? Ist das in irgendeinem. Das muss man auf jeden Fall vorher laden und speichern, gucken, wo die Kanone hinschießt, um das dann den perfekten Winkel zu haben. Aber das wäre schon witzig. Das ging ja auch schon in der einen. Was, Italien-Map? Da gab es auch schon die gute Kanone. So, der ist hier. Okay, ich glaube, ich kann mit diesen. Der Machete auch wenig anfangen. Das ja mal fallen. Interessant hier. Die Ruine bietet hier nochmal richtig viel. Oh, was ist hier los? Nichts. Mehr Wachen. Die Verkleidung hier ist eher so medium gut, ne? Also, sie haben eine Leiche.
course not, but look, all we have to do is act like we think he's asleep. Then, when they find out he's dead, we can just say we didn't know. You think Crest will buy that? Why wouldn't he? Look, Mr. Shu had a heart attack or something. We didn't touch him. That's the truth. Happens every day. All we're doing is fudging the timing a bit. Well, okay. Aha. Das wird mir nicht mehr als Information anzeigen. Also sie haben anscheinend jemanden, der Mr. Shu heißt, der jetzt irgendwie tot ist, wie es aussieht. Oh, da ist eine Kanonenkugel. Wie schön. Und sie wollen so tun, als wäre diese Person schon länger tot. Ah, hier ist die Wand. Kann ich mich hier irgendwie durchwieseln? Nein? Okay. Ist ja auch irgendwie witzig, dass sie... Warum auch immer den Tod einer Person... Ach, guck mal, hier wäre die Fackel. Mit der könnte ich die ganzen Feuerkörper entzünden. Da gibt es bestimmt ein Achievement für die... alle Feuerkörper auf der Insel anzumachen oder so. Das klingt übrigens voll nach Arbeit. Das machen wir das auf keinen Fall. Guck mal, jetzt hab ich nämlich eine Brechstange und das ist alles. So, jetzt können wir nämlich mit dieser wunderschönen Abkürzung in die Kolonialruinen gelangen und auch wieder raus. Also wirklich viele von den Wachen. Also, da muss man Grays Organisation, die ist echt, kann man den echt, ne? Das ist schon nicht schlecht, was die alles haben. Oh! That's the control unit there. You'll need to either destroy it or deny access to keep the Ether satellite out of the militia's hands. Aha, reicht, wenn ich draufschieße? Satellitenablenksteuer ist das Tor, durch das man Ethers Cloud gelangt. Sie muss entweder zerstört oder umtun. Ja gut, kann ich nicht. Reicht es, wenn ich einmal draufschieße? Das wäre ja zu einfach gewesen. Ich nehme an, ich brauche echten Sprengstoff dafür, oder? Die machen hier Sport. Ich nehme mal nicht an, dass sie irgendwie Plastiksprengstofftasche haben. Das ist eine Aprikose. Ich könnte Wasserflasche vergiften. Das erinnert mich gerade auch sehr an den Keller von den ESA Laboratories in Italien. Noch ein Klappmesser. Ich kann mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass diese Technik hier mit der Luftfeuchtigkeit so gut klarkommt. Entfernen Gitter. Mal hier schon was? Daten lesen? Crest wasn't planning to sell the control unit back to them. Aha. Was haben wir jetzt erfahren? Nee. He was going to use the damn thing. I suppose I was selling him short. Oh. Er hatte gar nicht vor, das Ding zu verkaufen, sondern er wollte es benutzen. So, Gerät fehlt, Messer fehlt. Aber gut, Messer fehlt ist tatsächlich gar kein Problem. Da hatten wir doch gerade was. Nehmen wir doch einfach mal dieses praktische Messer. So, jetzt ist die Sicherung entfernt. Jetzt können wir doch hier einfach... Elegante Neutralisierung. With the control unit in pieces, the satellite's no longer our problem. That's one problem taken care of. Ah, schön. Das war überraschend einfach, sag ich mal. Hm. Und das Beste ist, wahrscheinlich haben die es nicht mal gemerkt, dass das Ding kaputt ist, oder? Ich meine, wie viel Ahnung können die Wachen von Technik haben? Und vor allen Dingen, wo kauft man sich so eine mobilen Schützpunkt-Sachen? Beim Militärzyklus? Das ist immer den gehobene Boden, diese Platten, die du halt auf irgendwelchen Holzboden verpacken, auf irgendwelchen Sandboden oder so stellen kannst, damit du irgendwie so ein mobiles Lager hast. Wo kriegt man sowas her? Wenn ich jetzt als Privatperson sagen würde, ich will jetzt hier, keine Ahnung, unterwegs beim Campen will ich hier ein richtig krasses Base-Lager bauen? Wie mache ich das? Wo kaufe ich so eine Bodenplatten? Das will ich ja trotzdem mal kurz nochmal den schlafenden Mr. Schuh angucken. Von dem ich so viel gehört habe. Moin, grüß dich. Achso, da drin ist er. Wir sind aber, glaube ich, werden bald keine Schränke. Das ist ein bisschen schwierig. Ach doch, hier ist einer. Und hier ist, glaube ich, noch eine weitere Wand, durch die ich mich theoretisch durchsprengen könnte. Jetzt kommt er schon wieder. Ah, ist hier. Oder? Ja. Ich kann die Wände noch nicht einfach so kaputt machen. Hm. Ja, aber was bringt mir das, mit der Leiche da zu reden? Ich meine, das ist halt irgendwie ein schönes Story-Detail, dass der gute Mann irgendwie an einem Herzinfarkt gestorben ist. Oder vielleicht auch nicht so ganz klar, das ist ja auch nicht, ne?
Oh, oh, der kommt in meine Richtung. Die Kanonenkugel ist schon eine. Was? Verhaftet? Okay. Ach, immer diese Zeugen. Das alles nur, weil ich neugierig bin und Sachen erfahren will. Also, ich glaube, ich beende das jetzt hier relativ unzeremoniell und schnell und da schieße ich einfach meine beiden Ziele und hau ab, ne? Weil das Ding ist halt irgendwie so richtig viel. Ach gut, wir waren noch nicht im Lager von Akka. Vielleicht gibt es da noch was zu sehen, theoretisch. Aber ansonsten ist es hier relativ stumpf, sag ich mal, ne? Oh, ein rostiger Schlüssel. Da ist ein Schlüssel für ein uraltes Schloss. That looks like Mr. Shu, Pirate's inside man with Chiron. I doubt they'll be happy to hear he's dead in militia custody. Maybe we can use that to our advantage. Aha. Das sind die sterblichen Überreste von Lances Shu. Er hat für Chiron gearbeitet, doch laut unserer Informationen hat er vielleicht seine schon Verbindung zu Akka. Sie wird wahrscheinlich nicht glücklich sein, dass er tot ist. Nicht, dass sie den Worten eines Fremden glauben würde. Ein Foto sollte aber ausreichend überzeugend sein. Aha. Soll ich sie jetzt einfach abpassen und mit dir reden? Aha. Okay. Das ist... Ich wusste gar nicht, dass es eine Polaroid-Kamera ist, die wir da haben. Oh, ein ferngesündeter Spring... Ein Rapper, ah, der gute Abrissblock. Wie schön. Ein Molotov-Cocktail. Ein Beutel Schwarzblut. Oh, aus dem könnte man mit der Explosiv-Dingsbums arbeiten. Und hier ist noch eine Kanone. Achso, mit dem Schwarzpulver könnten wir bestimmt die Kanone laden, ne? Das wäre schon witzig. Aber ich weiß halt noch nicht so richtig, wofür ich diese Kanone tatsächlich brauche. Aha. Ein Knochen-Dietrich? Das ist literally ein Skeleton-Key. Wirklich? Also ich könnte mit der Kanone einmal komplett durchballern. I need to talk to you, sir. What's going on here? That's Orson Mills. Dependable muscle. Aha. Responds well to authority. Orson Mills? Langjähriges Milizmitglied und sehr beliebt unter der neuen Führung. Quest hat ihm einer beiden Schlüsselkarten anvertraut, die man braucht, um Satellitenablink zuzugreifen. Er ist kein Unbekannter, doch diesmal wird er sich wohl nicht mit heruntergelassenen Hosen erwischen lassen. Aha? Aha? Ich gebe zu, ich bin ein bisschen überrascht, den guten Mann hier zu treffen. Wo kommt der denn jetzt her? Ich hätte übrigens gerne den Rest des Briefings gehört, dass er sich nicht erwischen lässt. Eine der beiden Schlüsselkarten, die man braucht, um Satellitenablinksteuern freizuschalten, so auf Ethas Daten zuzugreifen. Diese stammen von Orson Mills, aber auch beide Schlüsselkarten, um sie sicher auszusperren. Interessant, dass beide gehen. Also, ich dachte, man würde halt beide gleichzeitig brauchen. Naja. Achso, kann ich mich als Orson Mills verkleiden? Das habe ich jetzt gar nicht versucht. Das könnte ja durchaus möglich sein. Das Verlangen ist immer noch groß, ihn einfach zu erschießen, aber... Nein, ich kann mich nicht als Außenbild verkleiden. Wahrscheinlich, weil sein Kostüm zu offensichtlich wäre. Na gut, dann rennen wir hier wieder raus, rennen zu Akka und sagen ihr einfach, dass ihr Mann tot ist. Also, ihr Mann wie vertrauter Dingsbums und nicht Ehemann. Das haben wir hier wieder wegkommen. Was war das, der hier die ganze Zeit mit Patrouille gelaufen ist? Wie genau hat er mich eigentlich gesehen? Also, da hat er was gehört. Wow, die haben ja noch viel mehr Basis. Krass. Uh-huh. Quest scheint regelmäßig den Status beim Milizpunkt abzufragen. Took me a couple minutes longer than normal. And just as I'm hooking it all back up, I hear Crest coming for me. Ach so. Wenn das Ding nicht funktioniert, kommt er hier hochgerannt. He sure did. That guy doesn't unclench for a second. Must have been difficult getting an antenna set up out here. Though without it, they'd be at a tremendous disadvantage.
Crest would probably come running if something happened. Und dann könnte man das hier nutzen, oder was? Ah ja. Es klingt so, als würde Officer Kretz manchmal lieber persönlich angehen. Würde wahrscheinlich angelaufen kommen, wenn da mit der internen Kommunikationssystem was passieren würde. Also sie haben hier nicht nur so noch 15 Funkgeräte, sondern sie haben hier ein Hightech-Funkgerätesystem. Höre ich hier raus, ne? Okay, das könnte man uns bestimmt zunutze machen. So als Ereignis. Aber da oben stehen halt jede Menge Leute. Krass, wie viele Leute hier noch rumstehen. Okay, diese Bodenplatten. Das ist anscheinend auch kein Eiheilmittel für alles. Können wir an den hier irgendwie vorbei, ohne dass wir gesehen werden? Gibt es hier irgendwelche Büsche, wo ich die reinschleppen kann? Hier habe ich direkt angefangen vorhin, ne? Banana! Aha! Ach, die gute alte Ablenkungsbanane, immer wieder gut. Mal gucken, wie weit ich hier überhaupt mit dem Dingszeug komme. Mit dem Kostüm hier. Und ich muss mir noch irgendjemand anders suchen, damit ich mich verkleiden kann. Vor allem muss ich jetzt ja eigentlich warten, bis Acker vorausrennt, ne? Der Piratenschutzpunkt sieht schon. Das ist irgendwie eine ganz schön große Antenne. Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Schiff. Finde ich. So ein bisschen. Wo noch hängt Olle Crest eigentlich gerade rum? Da hinten. Hier war das. Ich bin eigentlich sehr stolz auf meinen Bananenplan. Der hat mir gut gefallen. So, sollte ich vielleicht mehr Glück haben und sie rennt gerade raus. Ach so, oh, stimmt. Vorhin war ich ja ein anderer Dude, wo ich da rein bin. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Obwohl, der Typ hier sieht nicht so aus, als würde er von irgendjemand anders gesehen werden, oder? Ja, doch, die anderen Typen da vorne, ne? Die sind ein bisschen sehr nah dran. Ich könnte mir ihn hier schnappen, ihn durchs Fenster... Komme ich durchs Fenster durch? Nee. Aber ich komme durch dieses Fenster durch. Klappt es? Wir haben nicht so einen coolen Schnurrbart wie er. Insofern könnte das durchaus schief gehen. Okay, wir können ihn da nicht rüberwerfen. Das ist natürlich sehr schade. Nein, ich will die Mission nicht neu starten. Danke, ruck in das Menü. Wie komme ich denn jetzt an Acker ran? Wenn ihr ganzer Patrouille im Weg nur daran besteht, mal kurz zu ihren Leuten zu laufen. Obwohl, da oben lag noch ein Ingenieurkostüm. Ja doch, das kriegen wir hin. Ich habe eine Idee, wie das geht. Ich muss nur jemand anders ausziehen. Das klingt falsch. So, lassen wir den Mann da mal in Ruhe. Ich hätte ja keine Ahnung können, dass die Miliz von Crest nicht vertrauenswürdig genug ist, um hier einfach durchzurennen. Schade, dass wir die Zigaretten nicht gefunden haben. Der Typ guckt immer noch doof, wenn man sich mal ein bisschen Parcours spielt. Wäre eigentlich absolut unerklärlich. So, er ist leider schon nackt, oder kann man leider gar nichts machen? Unauffällig. Obwohl die Wache da oben sieht auch ziemlich alleine aus, wenn ich darüber nachdenke. So, hier war ein Radio. War doch irgendwo ein Kostüm. Ach ja, hier. Metallarbeiter. Achso, Metallarbeiter tragen in der Regel keine Maschinengewehre mit sich rum. Oder Sturmgewehre. Das ist ein anderer Metallarbeiter. So, jetzt. Wo ist denn Acker gerade? Nicht da, wo ich sie gerne hätte. Okay, you need to go back where you came from. Das ist auch sehr sympathisch. Hey! Vielleicht brauche ich einfach nur einen Wachenkurs. Oder warte mal, können wir einfach hier am Rand irgendwie reinlaufen? Ich meine, das ist ja... Ist ja alles hier keine undurchdringbare Festung, ne? Oh, wer sind die denn? So, ja, sie haben irgendwelche Geiseln mit amerikanischen Unter... Oh, nee! Das ist der Typ wieder! Friend of yours, 47?
Agent Smith? Mr. Smith. You're a sight for sore eyes. 47. I'm on real thin ice with Interpol. This assignment was supposed to be a gimme. Tag along undercover on some tankers. Monitor the crews for any suspicious contact with pirates. Support local law enforcement investigations with whatever info I found. Should have been a piece of cake. Do you need some help? Yeah. I haven't heard any keys on their leader when she comes by. If I had to guess, I'd say she's keeping them somewhere private, like an office. If you can get those keys and open this door, I can get myself off this island. Got it. Carlton Smith. Je nachdem, wie man sieht, ist Agent Smith entweder der Geheimagent mit dem meisten Glück oder der schlimmsten Pech in der Geschichte dieses Berufsstandes. Seitdem er der CIA den Rücken kehrte, ließ er sich als Agent für Interpol anwerben, wurde jedem lokalen Gesetz dazu gewiesen, die Schiffsrouten Südostasien überwachen. Er hatte das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu Anker zu sein, was zu seiner Gefangennahme resultierte. Agent Smith glaubt, dass 47 Schiffe zu seiner Zelle irgendwo in Akkas privaten Büro findet. Aber brauchen wir die wirklich? Weil ich meine, das wird ja wahrscheinlich nur 0815 Schloss sein und kein super tolles, aus der Schweiz gefertigtes Geheimschloss, oder? Oh, ich habe einen Knochen, Dietrich. Ernsthaft? Ernsthaft? I'm gonna have to add you to my Christmas card list at this rate. Listen, you see that car battery over there? She hooked up the cage to it and turned the juice on when she wanted to screw with us. Interesting. I'm not gonna tell you how to do your job. But I wouldn't lose any sleep if she got a taste of her own medicine. Consider it done. Laut Agent Smith benutzt Acker die Autobahn, den Käfig den Gefangenen angeschlossen werden, um sie gefügig zu machen. Mit etwas Wasser könnte ein Käfer oder tödlichen Strom werden. Und der andere Dude, der da mit bei ist, der kommt jetzt mit, oder was? Shit, that's my chance. See you around. Echt jetzt? Und der Typ hat es. Was? Pick up your phone. Pick up. How does it pick up your phone? You can't even look at the display and see who it is and pick up. How are you that useless? Oh yes, I was hoping he was in. When did he get back? Doesn't he tell you where he's going? No? That's a stupid question. Look at Aisha. You know what? No. No, no. Akka's out of the way. Good work. Now all that's left to deal with is Noah Crest himself. Habe ich schon erwähnt, dass ich das hier sehr schnell beenden möchte. Aber das ist witzig, dass wir Agent Smith nochmal getroffen haben. Also man trifft ihn auch in Hokkaido. Und anscheinend ist er irgendwie ein wiederkehrendes Element aus den originalen Hitman-Spielen, aber da kann ich nichts zu sagen. Aber ich finde es immer wieder witzig, ihn zu treffen. Vor allen Dingen, weil der irgendwie ein positives Verhältnis zu 47 hat, ne? Aber er muss ja eigentlich wissen, dass 47 Auftragskiller ist, ne? Also irgendwie, oder? So, ist er denn gerade hier? Kommt er mir entgegen? That's Crest taken care of. And that's that. The rest will pick up the pieces. It's time to go, 47. Ja, ja. Der eine Typ hat ein leichtes Loch gehabt, den ich mich aus Versehen geschossen habe. Da kann man leider auch gar nichts machen. Das war jetzt nicht das beste und sag ich mal, sauberste Attentat. Aber leider konnten wir Fahrer nie helfen, was sehr schade ist eigentlich, ne? Ich hätte gerne Fahrer geholfen. Was ist davon, das U-Boot? Ja, das müsste das U-Boot sein, oder? Ja. Dann würde ich mit dem U-Boot fahren. U-Boot fahren klingt cool. So als Fluchtmobil, ne? Ja, dafür, dass es hier eine Insel ist, gibt es hier wirklich viele Fluchtvehikel. Oh, du Boot. So,
Und das war die letzte Mission von Hitman 3, Ambrose Island. Wir haben nicht viel erreicht, muss ich zugeben. Man hätte es bestimmt noch wesentlich besser machen können. Die habe ich jetzt auch noch was gegeben. Aber hey, wir haben Agent Smith befreit. Ist das nicht toll? Wir hätten auch diesen Schlagwettkampf wie gewinnen können. Ich habe keine Ahnung wie. Das hat nur 50 Minuten gedauert. Na gut, ich habe jetzt auch... Aber die Variante, die ich gerade gespielt habe, hätte ich ja auch wesentlich schneller machen können. Ich meine, ich hätte irgendwie noch Akkas Schlüsselkarte kriegen können. Aber... Krümelfräte, Stelzendorf... Naja. Judy. Denn wer ist das mit Hitman 3? Es gibt theoretisch noch das Free-Dingsbums-Play hier. Aber ich weiß nicht, ob ich das jemals streamen werde, das Freelancer, weil es ist an sich sehr repetitiv, ne? Naja. Soviel dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Play wahrscheinlich.